Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter glauben häufig, wenn es so richtig anstrengend ist, dann sind sie so richtig, dann leisten sie richtig was. Während es eigentlich so ist, wenn sie so ganz nebenbei, so ganz easy aus dem Handgelenk, aus dem Flow heraus was machen, dann kommt richtig was Geiles bei raus. Und das ist genau der Punkt. Mit 20% des Aufwands schaffst du 80% des Outputs, des Ergebnisses. Während wenn du die 80%, du bist da richtig am Rackern, es dauert und dauert, da kommt meistens gar nicht so viel bei raus. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, heute Pareto-Prinzip und die 80-20-Regel. Das hört sich für mich sehr, wir hatten es schon mal von strukturiert in einem der letzten Podcasts, aber es hört sich sehr organisiert auch an. Magst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was ist denn das Pareto-Prinzip eigentlich? Ja, Pareto-Prinzip und 80-20-Regel ist im Prinzip genau das Gleiche. Pareto war irgend so ein Wirtschaftstyp vor ganz, ganz langer Zeit. Da bin ich jetzt nicht gut in der Geschichte. Kannst du googeln, dann wirst du es ganz schnell herausfinden. Ich komme lieber drauf, was es konkret bedeutet, denn es ist total essentiell wichtig. Nicht nur im Lean-Management, Lean-Orthodontics, sondern wirklich auch in ganz, ganz vielen Bereichen. So, was bedeutet es? 20% der Dinge sorgen für 80% des Outputs. 80% der Mühe, die du gibst, führt nur zu 20% eines Ergebnisses. 20% der Weltbevölkerung teilen sich 80% des gesamten Reichtums auf. 80% der Bevölkerung haben nur 20% der akademischen Grade oder wie auch immer. Also es gibt solche Verhältnisse, die ganz bunt entsprechend gemacht werden können. Im Prinzip für dich jetzt ganz konkret selber einmal kannst du sagen, dass 80% deiner Arbeit nur zu 20% des Leistungsoutputs deiner Praxis oder von dir selber führt. Das heißt also, du hast ein erhebliches Maß an Dingen, die du tust, die nicht wirklich zu hochqualitativen oder zu vielen Ergebnissen führen. Umgekehrt kann man aber sagen, 20% dessen, was du tust, führt wiederum zu 80% deiner Ergebnisse, deines Outputs. Oder mal ganz konkret gesagt, wenn du eine KFO-Praxis bist mit Überweisern, kannst du davon ausgehen, dass 20% deiner Überweiser für 80% deiner Patienten sorgen. 20% deiner Weiterempfehler an Patienten sorgen für 80% neuer Patienten. 20% deiner Patienten sorgen für 80% deines Einkommens und so weiter und so fort. 20% deiner Dienstleistung füllen 80% deiner Zeit Das hört und sich so sehr, weiter. sehr standardisiert, also wirklich krass standardisiert an, weil du es ja jetzt auch auf ganz viele verschiedene Bereiche angewendet hast. Das heißt, ich kann das als Praxisinhaber eigentlich schwer beeinflussen oder nicht beeinflussen, weil das hört sich so fix an, halt. Das ist ja im Prinzip. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst dann die 80-20-Regel oder das Pareto-Prinzip. Das heißt, ich kann Ja. das gar nicht so stark beeinflussen, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Ja und nein. Erstmal, es ist nicht 100% 80-20, sondern es ist leicht fluktuierend. Das ist eine Daumenregel. Das muss als erstes mal klar sein. Also es können auch 73 zu, was weiß ich was, 27 sein. Je nachdem, was für ein Bereich das ist. Aber es ist tatsächlich ziemlich genau. Nur jetzt ist die ganz richtige Frage, die du stellst. Wie kann ich das beeinflussen oder was bedeutet das für mich? Welche Schlussfolgerungen ziehe ich am Ende daraus? Im ersten Schritt vielleicht schon mal, dass ich mir darüber klar mache, wie ich zum Beispiel die Rollen verteile in meiner Praxis, nämlich genau nach diesem Konzept, dass zum Beispiel ich als Chef mir überlege, was sind denn die 20%, die für mich so einen großen Einfluss darauf haben, dass sie 80% ausmachen. Vielleicht sollte ich mich schwerpunktmäßig mit diesen 20% beschäftigen, um das wirklich zu erzielen. Das heißt, wenn ich mich mit den ganzen anderen 80% noch zusätzlich beschäftige, werde ich da nur einen Output von 20% haben. Also klassisch in Delegation jetzt, sage ich mal, etwas naiv und kurz gedacht, würde das bedeuten, die 20%, die 80%, was auch immer generieren, das ist mein Job. Die 80%, die nur 20%, die sollte jemand weniger machen. Und jetzt mal ganz klar, krass unternehmerisch gedacht. Die 80%, die 20% bringen, die sollten 80% Leute machen, die höchstens 10% kosten. Damit ich dann trotzdem auch mit denen auch noch wieder einen Gewinn entsprechend erziele und einen Mehrwert auch für die Praxis und so weiter schaffe. So, das ist der eine Gedanke, den man dort haben kann. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger, der sich auf ganz viele Dinge letzten Endes
dann bezieht. Was zum Beispiel auch bedeutet, wenn ich als Praxisinhaber 5 Tage die Woche, was weiß ich, 10 Stunden am Tag am Patienten arbeite, soll man schon mal von vornherein sagen, das ist jetzt keine richtig gute Idee. Du wirst mit wesentlich weniger Aufwand, wirst du fast das gleiche Ergebnis erreichen. Es bringt nichts, es ist Blödsinn. Sondern da ist auch wieder weniger mehr. Das heißt, wenn du vielleicht 3 Tage mega konzentriert arbeitest oder 2, wenn man die 80-20-Regel genau sagt, dann kannst du fast genauso viel schaffen wie in der Zeit. Nicht ganz genauso viel, aber fast. Dafür hast du aber Freiraum geschaffen für andere Dinge, die vielleicht auch notwendig sein können. Nämlich für besseres Marketing, für Einstellung besserer Mitarbeiter, für Schulung deiner Mitarbeiter, für ein Erhalten deines Familienlebens, weil du dann nicht ganz so kaputt nach Hause kommst. Oder für andere Dinge, die möglich sind, die alle wieder einzahlen auf diese 20% sozusagen und dafür sorgen, dass die 20% dann auch wirklich 80 schaffen. Auch Ja. da sehen wir wieder, es ist so ein bisschen kontraintuitiv. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der, sag ich mal, begrenzt richtig ist, aber den man sogar, das habe ich später erst gelernt, von Richard Koch heißt der, der hat nämlich das Power-Prinzip nochmal etwas weiter betrieben. Power-Prinzip nennt man auch diese 80-20-Regel. Ich habe, als ich das erste Mal gelesen habe, das war kurz bevor ich eine Praxis gegründet habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich in 20% der Zeit 80% schaffe, ja, und ich bin einfach so ein Energietier, ja, und so ein Workaholic. Dann kann ich da auch wohl 5 mal 20% machen und 400% schaffen, oder? Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, jetzt hat der Typ auch noch ausgerechnet 5 Praxen, Labor, ein Buchverlag, Fortbildungszentrum, ist Programmdirektor an der Universität und so weiter und so fort. Ja, da siehst du, genau das ist der Punkt. Die Konzentration auf die wichtigen Fähigkeiten am richtigen Punkt sorgt für einen riesen Output in den Bereichen und für eine riesen Potenzierung des Potenzials, was man tatsächlich hat. Und jetzt kommt das von Richard Koch noch immer dazu, weil der hatte nämlich noch eine viel geilere Idee. Weil ich war total limitiert, dass ich gesagt hatte, 5 mal 20 sind 100 und dann kann ich 400% schaffen. Der war noch viel geiler, weil der hat gesagt, nee, ich habe nämlich wieder nicht Lean gedacht jetzt mit den 5 mal 20%, sondern ich habe mir einfach 4 Stützräder angebaut. Der hat gesagt, nein, wir fokussieren das noch viel weiter. Wir nehmen die 20% von den 20%. Und was er dann rechnerisch rausgefunden hat, und das stimmt tatsächlich auch, die Rolle gibt es auch, das ist diese Power, zusätzlich verstärkte Powerkurve quasi. Das ist die 4 zu 96 quasi Regel. Weil 20% von 20% schaffen 4% und damit schaffst du dann den Output von 96%. Das heißt, du, wenn du dich noch schärfer fokussierst, dann wird deine Ergebnisqualität, deine Produktion noch viel größer werden in dem Bereich. Das ist nämlich auch wieder genau der Punkt, wo wir an anderer Stelle schon mal waren, als wir über Talentverschwendung gesprochen haben und festgestellt haben, so Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter glauben häufig, wenn es so richtig anstrengend ist, dann sind sie so richtig, dann leisten sie richtig was. Während es eigentlich so ist, wenn sie so ganz nebenbei, so ganz easy aus dem Handgelenk, aus dem Flow heraus was machen, dann kommt richtig was Geiles bei raus. Und das ist genau der Punkt. Mit 20% des Aufwands schaffst du 80% des Outputs, des Ergebnisses. Während wenn du die 80%, du bist da richtig am Rackern, es dauert und dauert, da kommt meistens gar nicht so viel bei raus. Ich finde das total spannend, weil wenn man jetzt, du hast eben Workaholic gesagt auch, ne? Wenn du jetzt so einen typischen Workaholic sagst, ja, pass auf, du arbeitest jetzt mal nur 4 Tage, wir können immer langsam anfangen, du arbeitest jetzt nur 4 Tage die Woche anstatt deine 5 Tage und dafür bist du dann produktiver am Ende. Ich glaube schon, dass das für so einen richtigen Workaholic, der wirklich immer hier auf Volldampf ist, wirklich nochmal eine Überwindung ist, dann überhaupt sich dann auf dieses Prinzip zu verlassen oder nicht. Ja, klar, es ist ein Riesenproblem. Ja, es hat mit vielen Dingen zu tun. Es hat was mit der eigenen Psyche zu tun, so ein bisschen. Es hat was mit der eigenen Rolle zu tun. Es hat was mit der Selbstwahrnehmung, mit der Erziehung. Also wir könnten da jetzt ganz tief in die Psychologie Ja. einsteigen. Da bin ich aber auch nicht der Experte für. Aber ich habe mich zumindest ein bisschen damit beschäftigt, will aber jetzt nicht irgendwie auf ein Feld gehen, wo ich dann Quatsch erzähle. Das spielt ja alles eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist auch tatsächlich eines der größten Mindset-Probleme, die immer wieder auftreten bei Unternehmern. Mindset ist jetzt auch wieder so ein Begriff, wo man sagt, oh, gibt es das wirklich und ist das so weiter? Ja, gibt es auf jeden Fall. Weil es gibt auf jeden Fall sowas wie ein Fixed Mindset und ein Growth Mindset. Das ist definitiv bewiesen. Was bedeutet das jetzt? Ein Fixed Mindset bedeutet in der Regel, alles bleibt so, wie es ist. Und ein Growth Mindset bedeutet, man hat Entwicklungsmöglichkeiten, Einflussmöglichkeiten. Und das ist genau der Punkt.
Viele nehmen so Glaubenssätze und solche Muster einfach aus der Kindheit, aus dem Leben irgendwo mit sich heraus, wo halt diese Dinge auftreten. Das heißt, ja, es muss richtig wehtun, es muss richtig, ja, die Luft muss brennen, ja, dann läuft alles und so weiter. Ich muss richtig schwitzen, es muss sich richtig hart anfühlen, es muss sich schwer anfühlen, sonst leiste ich nichts. Ja, der Staubsauger, der laut ist, ist besser als der, den man nicht hören kann. So diese Stimmt, ganzen aber Ängste, die wir schon stimmt. mal hatten. Ja, das ist alles so ein Problem, was wir haben. Und demzufolge ist es dann wirklich meistens nicht das Gefühl, dass die Leute es nicht wollen, sondern die wissen tatsächlich nicht wie. Sie können auch nicht loslassen und sie haben Angst vor Kontrollverlust und so weiter. Sie haben nicht die Mittel, dass sie diesen potenziellen Kontrollverlust auf eine Art und Weise übergeben an Personen auf eine standardisierte Art und Weise wieder, dass es gar kein Kontrollverlust ist, sondern dass stattdessen nur ein Mechanismus da eintritt. Ich nenne mal ein Beispiel, bestimmte Dinge mache ich logischerweise jetzt nicht in 5 Praxen mehr selber, sondern die gebe ich ab. Dafür habe ich dann aber bestimmte Gespräche, die dann, was weiß ich, dann habe ich dann 15 Minuten Gespräch einmal die Woche mit einer bestimmten Person, die vorher die komplette Zusammenarbeit ersetzt hat. Das heißt, ich habe das super kondensiert. Wie kann ich das machen im 15-Minuten-Gespräch? Ja, es gibt konkrete Regeln und Skripte dafür, wie wird das Gespräch vorbereitet, wie wird es durchgeführt, wie wird es nachbereitet, was kommt in das Gespräch rein, was nicht. Zum Beispiel so ein Klassiker, ich habe eine Managerin, die macht total guten Job, die ist auch total süß, aber die macht immer wieder das Gleiche, versucht sie bei mir, nämlich, dass sie ein Gespräch mit mir ohne eine Agenda macht. Dann kommt sie dann vielleicht kurz vorher, gibt mir 3 Punkte auf der Agenda, und dann haben wir die 3 Punkte besprochen und dann sagt sie so, ich habe dabei jetzt noch was. Wo ich dann jedes Mal auch, das ist der Running Gag dann zu und sage, nee, sorry, das hätte auf die Agenda gehört, das hast du jetzt nicht auf die Agenda gebracht, das ist jetzt dein Learning. Die Dinge ohne Agenda bespreche ich nicht. Ich habe meine Zeit genau eingeteilt dafür. Meine Zeit ist jetzt um und deine auch. Du musst jetzt auch wieder arbeiten. Bring das Ja. an anderer Stelle unter. Also, sag ich mal, da gibt es sowas oder es gibt dann kriege ich halt Reporte. Was weiß ich, Statistiken, die vorbereitet sind oder Befragungsergebnisse oder, die dann schon mehr oder weniger ausgewertet sind. Das sind halt auch alles iterative Stufen dann wieder, wie ich mein Team dann dazu bringen kann, wie ich sie auch wieder schulen kann, das selber dann durchzuführen. Und da sind wir auch wieder quasi bei dem Punkt, dass wir auch immer gerne die Schritte zu groß machen wollen. Das ist nämlich auch, hier sind wir automatisch beim Thema Delegieren, habe ich ja quasi schon angefangen, dass 80% der Dinge, die sollte ich vielleicht gar nicht tun, weil ich da gar nicht so gut drin bin wie die anderen, weil ich meine Zeit auch vielleicht für andere Dinge wichtiger wäre. Das heißt also, auch jetzt meine ich gar nicht als Wertung, so in dem Sinne, den Scheiß gebe ich ab, die Rosinen behalte ich oder so, sondern tatsächlich manche Dinge, die kann ich einfach, da habe ich. Entweder kann ich sie nicht oder ich will sie nicht oder ich habe da nicht die Nerven für oder ich habe da nicht die Zeit für oder ich habe Leute, die es besser können und so weiter und so fort. Das sind ja alles wichtige Faktoren. Und wir gehen da oft zu große Schritte beim Delegieren, müssen eine komplette Aufgabe vollständig übergeben, ohne irgendwelche Regeln, wie das übergeben wird, ohne ein Einarbeiten in die Delegationsstruktur. Wir sagen einfach, so, ab heute machst du, keine Ahnung, machst du diesen Bereich. Ja, heute bist du ab heute bist du für das Personal zuständig. So, zack. Und dann, ja, was musst du überhaupt machen? Urlaubsanträge? Ja, genau. Was noch? Krankheiten? Ja. Und einteilen? Ja. Und wie geht das? Und wie kann ich das entscheiden? Und so weiter. Das kommt dann erst alles nacheinander. Das funktioniert nicht. Das heißt, da ist dann auch wieder eine Vorbereitung dann notwendig. Und das, liebe Chefs, auch nochmal, das ist auch was, was in diesen 20%-Bereich reingehört. Ihr seid die Bosse, die entsprechend die Vision haben für eure Praxis, die ihr für euch gegründet habt. Das heißt, ihr solltet auch die Strategie haben und die Tools und die Führung, dass es auch eure Praxis bleibt. So, es gibt gewisse Ausnahmen, die manchmal auch interessant sind. Die habe ich auch schon teilweise im Coaching erfahren, nämlich dass dann auch Ärzte dann teilweise waren, die wollten unbedingt eine Praxis gründen, aus Statusgründen quasi im Prinzip, jetzt mal übertrieben gesagt. Die sagen, ja, ich will selbstständig, mein Vater hatte schon eine Praxis, mein Onkel hat eine Praxis, ich mache auch eine Praxis. Die sind aber null Unternehmer. Und die haben nur, die leiden den ganzen Tag nur. Und eigentlich sind sie nur am Hamsterrad und die wollen gar nicht so Entscheidungen treffen. Die würden einfach nur am Stuhl sitzen und ihren Patienten behandeln, mit denen sprechen und auch chillen, mit in der Mittagspause mit dem Team und so weiter. Und da ist es dann so, wo man dann manchmal sagen muss, okay, jetzt bauen wir dir zusammen halt einfach ein Konstrukt, dass wir dir ein Management mit einbauen. Das heißt, du gibst dann einfach deine Rolle in dem Sinne auf eine gewisse Art als der alleinige Entscheider ab, weil das ist echt nicht dein Ding. Du konzentrierst dich auf dein Kernkonzept. Es bleibt meinetwegen trotzdem deine Praxis. Oder man kann auch beim Verkauf dann helfen, Übernahme oder so. Und du bist dann angestellt. Oder aber jemand aus dem Team wird aufgebaut, der sowieso schon immer das gemacht hat. Oder man holt sich einen externen Manager dazu, der einem dann einfach diese Arbeit dann abnimmt.
Und damit ist man dann auch nicht weniger wertig in dem Sinne, sondern man hat einfach dort einfach eine bessere, seine eigene Persona, um das auch nochmal wieder in den Begriff einzuwerfen, besser gelebt und sorgt mehr für die eigene Zufriedenheit, indem man sich eine bessere Rolle zuteilt, die dann auch am Ende viel förderlicher ist als das andere. Ja, und man setzt letztendlich ja auch Prioritäten. Und da sind wir ja auch wieder bei Talentförderung, ne? Weil in dem Moment, wo ich bereit bin, was abzugeben, dann gebe ich ja dem anderen die Verantwortung und gehe davon aus, dass der das auch erledigt. Ja, Talentförderung, sagst du nochmal einen ganz guten Punkt, weil das fällt mir jetzt in dem Moment gerade auf. Wir haben das auch wieder nur nach extern gedacht. Das heißt, wir als Chefs suchen die Talente in unserem Umfeld, um sie bestmöglich einzusetzen. Hier geht es bei der 80-20-Regel zum Beispiel im ersten Schritt vielleicht auch darum, dass wir uns unsere eigenen Talente einmal bewusst werden und dass wir die so optimal einsetzen, dass alle was davon haben in dem Sinne. Und dass wir nicht unsere Zeit, unsere Energie mit Dingen vergeuden, in denen wir einfach schlecht sind. Und die gibt es zu Unmengen. Ja, klar. Das ist einfach so. Oder wo andere viel besser sind. Ich kann euch nochmal ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt für die meisten Verkaufsgespräche, die wir haben, Beraterinnen quasi ausgebildet aus dem eigenen Team, die das machen. Vorher haben die Ärzte komplett auch das Verkaufsgespräch, also nicht nur die ärztliche Aufklärung, sondern auch das Verkaufsgespräch geführt. Weil das ist eigentlich so standardmäßig, das macht jeder so, das ist überall so, das ist so üblich. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, die Ärzte eigentlich, das passt nicht zu denen und die ist es mir auch lieber, wenn die am Patienten arbeiten. Und dann habe ich im Prinzip selber die ganzen Verkaufsgespräche gemacht. Das war natürlich irgendwann ein bisschen viel. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, ja gut, aber es ist ja meine Praxis. Ich bin doch der Unternehmer. Ich bin doch der mit den, der die Verkaufsschulungen selber auch macht. Ich bin der Kommunikationstyp, ne? Ich kann das doch auch am besten, oder? Ja, und dann habe ich einfach die trainiert nach und nach und habe dann nach einer kurzen Zeit festgestellt, dass die Ergebnisse genauso waren wie bei mir auch. Jetzt kann ich wieder sagen, mein armes Ego, was ist denn das? Das kann überhaupt nicht sein. Ja, wie Ja. sollen die das so können wie ich? Ich bin doch hier der King of Kappes. Ich bin doch der Beste, der Tollste und ich bin der Chef und alles. Wie kann das sein? Aber hier, da helfen dann wieder Zahlen und Statistiken und die Sachebene, wo man sieht, okay, die haben eine Quote von so und so viele gehen in das Verkaufsgespräch, so und so viele unterschreiben hinterher und so viele machen das bei mir. Und wenn das Ja. genauso viel sind, ja, das ist super, dann sollen die das bitte machen. Dann habe ich wieder die Möglichkeit, was anderes zu tun. Letzte Frage, würdest du sagen, das ist so dein individuelles Problem oder haben das alle Chefs? Ich habe kein Das wäre Problem. Nein, jetzt Quatsch. mal ganz Scherz überspitzt, beiseite. weiß ich mein, ja, also dass sie quasi ein Problem damit haben, was abzugeben, weil sie es so gerne mögen, das alles so unter ihren Fittichen zu haben. Das ist ein Problem von den meisten, die ich kenne. Oder ich sage mal so, ich würde das nochmal aufteilen in zwei Arten von Problemen. Ich glaube, bei den meisten, bei 80% ist genau das das Problem, aber aus unterschiedlichen Gründen. Nämlich manchmal, dass sie nicht loslassen wollen, dass sie nicht loslassen können oder dass sie auch ganz falsche Vorstellungen haben, warum sie glauben, nicht loslassen zu dürfen. Ich sage mal ganz pauschal, ich kenne leider auch viele Chefs, die glauben, wenn ich das an mein Team abgebe, die sind zu doof dafür. Weißt du, ja, ziehst schon ein bisschen die Augenbrauen hoch und drehst dich weg. Genau da schämt man sich schon ein bisschen fremd, weil auch hier stinkt der Fisch wieder vom Kopf her. Ja, die werden nicht einfach, wenn die wirklich zu doof sind, dann frage ich, warum hast denn du Idiot die eingestellt? Wenn die wirklich zu doof sind, warum hast du Idiot nicht mal versucht, denen was beizubringen? Und so weiter und so fort. Ja, und das auf eine strukturierte Art und Weise vielleicht. Okay, genug Beleidigungen in alle Richtungen geschossen. So, das sind die einen. Oder die sagen, die können aus psychischen Gründen, wie vorhin so Mindset-Thema, können sie einfach nicht loslassen. Dann gibt es die 20%, die lassen alles los, aber auch unstrukturiert. Das ist genauso ein Problem übrigens. Das funktioniert auch nicht. Die lassen sich lieber von ihrem Team komplett führen und lassen alle Zügel los. Wenn das nicht sauber kommuniziert ist und die Rollenverteilung nicht klar ist, sorgt das immer wieder zu Rollenkonflikten in den verschiedensten Bereichen. Weil am Ja. Ende des Tages ist man derjenige, der die Hauptverantwortung hat, vor Banken, vor Berufsvereinigungen, vor sonst irgendwas, aber auch vor den Familien der Mitarbeiter, die man mit ernährt durch die Gehälter, die man zahlt und so weiter. Man muss dann schon seine Rolle in irgendeiner Form annehmen oder halt ein professionelles System einsetzen, aber nicht einfach so laissez-faire, ach, ich lass mal laufen. Sowas fährt regelmäßig in irgendeiner Form vor die Wand. Ja, das sind wahrscheinlich auch dann die, die letztendlich dann sagen, ja, ich habe das Pareto-Prinzip ausprobiert, aber es funktioniert ja gar nicht. So nach dem Ja, Motto. genau. Ja. Genau, das ist ja eh mal. So, ich habe gestern habe ich es mal angewendet, aber na, hat noch nicht so den Erfolg gebracht. Dann mache ich es nicht. Genau. Ja, cool. Ja, super. Also ich habe das Gefühl, es hat sich für mich erst am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich noch nie was damit zu tun gehabt hatte. Pareto-Prinzip hat sich für mich erst sehr trocken angehört. Aber nö, ist es gar nicht. Und es ist auch gar nicht so kompliziert, glaube ich, was ich jetzt zumindest heute hier so gelernt habe. Nee.
Was sind deine 20%? Das kannst du dich zu Hause jetzt mal im Anschluss an diese Podcast-Folge fragen. Was sind deine 20%, die wirklich nur bei dir sein sollten? Und dann ist vielleicht noch die weitere Frage, was willst du mit den übrigen 80% machen? Willst du sie abgeben? Willst du sie anders füllen? Oder willst du vielleicht noch eine Nummer krasser werden und deine 20% vielleicht runterbringen auf die 4%, um dann wirklich eine super Spitze, einen Arbeitsbereich oder Tätigkeitsbereich entsprechend zu haben und damit richtig, richtig viel schaffen zu können? Die Frage stell dir mal. Wenn du bei der Antwort Hilfe brauchst, frag mich. Ich helfe dir. Das war's für heute. Ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank, Schön. Conny.